Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Profit. Ja, wir stehen immer noch an derselben Stelle und können unsere Sachen hier nicht veranstalten, weil der Vorfahren kann aus mysteriösen Vorfällen nicht, keine Ahnung, nicht kontaktiert werden oder was auch immer. Es ist zum Mäusemelken. So. Ey, gib mir das auf den Sack. Ich hab da noch was anderes zu tun, Leute, ne? Händler für Abenteuerinsignien, Händler für Insignien. Alter. Ja, logisch. Ich brauche noch was. Ey, was man hier für einen Scheiß kaufen kann, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Also. Taffheit Edelstein, Herstellungsmaterial, super. Ja, Edelstein. Aber ich kann meine Quest nicht zu Ende machen, weil aus mysteriösen irgendwas ich da Drachentransporter, alles Transporter hier. Aber das, was ich eigentlich brauche, das kriege ich nicht. Das geht mir auf den Sack. Ja. Kann momentan nicht betreten werden. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hin muss, weil ich habe irgendwie keine Ahnung, weil das ist das Einzige, was das eigentlich so in diese Richtung geht, was wir brauchen. Die Säule der Prophezeiung. Ansonsten brauchen wir das Himmelshauptquartier und ich glaube, das ist dann oben bei den Säulen der Prophezeiung. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und das gibt's ja gerade. Also da komme ich ja jedenfalls nicht hin. Dementsprechend sind wir jetzt hier mehr oder weniger gefangen. Bevor wir irgendwas machen können. Und das ist echt anstrengend. Weil man nicht weiterkommt. Nein! Oh. Sowas geht mir dann persönlich immer auf den Zünder. Ist klar, ne? Weil man kommt denn nicht weiter. Das ist anstrengend. Was hat denn der für ein Ex-Core? Machst du hier beim Beach-Dings mit? Hier so mit Badehose, Flipflops, Sonnenschirm und so. Na, auf dem Arm, da würde ich wenigstens den Sonnenschirm absetzen, ne? Das Kostüm ist aber auch nicht schlecht hier. So, Bikini mit ein paar Flügeln dran. Bunny. Bunnyline. Naja. Wer meint? Bankier, was haben wir denn nur auf der Bank? Langweilig. Auch nichts in der, auch nichts Tolles in der Bank. Alchemiehändler. Wollen wir noch ein paar Tränke nehmen, wa? Was haben wir denn hier überhaupt noch? Achso, das kann eigentlich wieder in die Bank. That's what I call a good trade. Fällt mir gerade dabei ein, dass man das ja in die Bank setzen kann. Further, I have what you need. So. Bewohnerlangenbogen. Das ist ein Langbogen. Ah. 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 Verdammt, das wollte ich doch gerade gar nicht. Ich wollte das da hin haben. Ja.
Der Langbogen kann auch erstmal in die Bank. Wir haben einen Langbogen, der ist in der Bank. Aber ich bis dahin wahrscheinlich eh wieder vergessen und weiß das denn nicht mehr. Ich habe nur keine Ahnung. Wir können jetzt zurück uns teleportieren nach Goala und das nächste Woche wieder probieren. Aber ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ich meine, das ist jetzt auch nicht viel besser, wenn ich jetzt hier rumlaufe und sage, ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ich die Quest nicht machen kann. Das ist doch Mumpels. Das ist mega Mumpels. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir die Dings hier nicht kennen, die Stadt. Das ist ja... Wir waren lang genug hier. Auf Deutsch. Der ist doch wahr, das ist doch... Also ich kann mir das aus zwei Sachen erklären. Entweder, weil es gerade abends ist, oder weil die gerade irgendwas machen, dass man da nicht hochkommt. Oder man kann nur bis zu bestimmten Zeiten hoch. Aber alles andere ist Kacke. Also alles ist Kacke. Das ist doch... Da kriegt man doch schon keine Lust mehr. Und ich wollte... Es ist doch Zeitverschwendung. Auf Deutsch. Es ist doch reine Zeitverschwendung. Ich meine, selbst wenn sie sagen, okay, nachts geht das nicht. Also, In-Game-Time, nachts geht das nicht. Ist ja okay. Kann man ja sagen, muss man halt denn sich... Weiß ich nicht durchwursteln, aber dieser Satz aus mysteriösen Vorkommnissen kann die Insel nicht betreten werden, pipapo, bla bla bla. I've killed dragons with one hand to strength be with you. Ist doch Kacke. So, dann müssen wir das nächste Woche nochmal probieren. Ja, Transportrune war es. So, ich glaube, das hatte ich in der letzten Woche erzählt. Letzte Woche. Am Montag, dass man da sonst immer so Transportpuppen... Ja, sonst sind es immer Illusionspuppen oder sowas. Jetzt sind es Transportrunen. Ist doch dasselbe. Aber ganz ehrlich, ist dasselbe. Ich will noch was tun. Ich will heute noch was tun. So, wir sind wieder back in town und können Felsenschlinger und tötet den Faulwürgen und wichtige Informationen. Das ist das, was wir hier noch machen können. Klingt komisch, ist aber so. So. Den Felsenschlinger. Da müssen wir da hinten rein. Richtig. Ansonsten haben wir eigentlich gar nichts, was wir hier veranstalten können. Also gehen wir da rüber und werden uns um diesen Felsenschlinger kümmern. Beziehungsweise werden alle Vorbereitungen treffen, damit wir da reingehen können. Und dann werden wir da reingehen. Weil für knappe 5 Minuten da reinzugehen, macht keinen Sinn. Mal ganz ehrlich, was würde das für einen Sinn machen? Richtig, gar keinen. So. Verdammt. Ich
So. Wo ist denn hier dieser komische... komischer Eingang? Ich will den Eingang sehen. Da. Da. Oh. Würmer. Würmer, Würmer, Würmer. So, hier, ich würde hier sagen. Alter. Alter, ja, das ist wirklich jetzt hier eine Wurmklage. Alter, was ist denn hier kaputt? Das sind zu viele auf einem Haufen. Alter, das nimmt ja gar kein Ende. Lass mich mal hier reiten. Ach so, ah, jetzt verstehe ich das ganze System hier. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Könnt mich noch mal heilen? Achso, ich habe ja 3 und 4 die Heilung, wa? Ja! Mal wieder tot nach ewigen Zeiten, so ein Scheiß. Jedes Mal. Jedes Mal. Was ist denn das überhaupt auch für eine Wurmplage? Ich habe ja schon vieles gesehen in diesem Spiel, aber sowas. Das ist mal wieder eine Herausforderung seit langem. So. Schön, dass wir hier sind. Schön, 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 ja. Freut mich. Fürchterlich. So. Wir brauchen auch andere Drachen. Die sollten wir uns schon mal umbauen. Dass wir stärkere Drachen haben. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Gehegeverwalter war. Der war hier irgendwo. Da war er. Also relativ weit vorne. Ja, wir haben natürlich gute Drachen dabei, aber nicht gerade sehr starke Drachen. Und da habe ich... Wir haben ja da noch ein paar andere Drachen, die wir schon Ewigkeit nicht mehr aus dem Gehegeverwalter rausgeholt haben. So, zum Dragon Nest Place. So, wir haben nämlich hier unseren Magmarok-Drachen, den Knochenfresser-Drachen. Dann haben wir noch den... Indigo-Flamme und Rotfeuer. Die beiden sind aber relativ unspektakulär, wenn ich mal sagen darf. Zum Beispiel hier Magmarok hat Strömungsschlag. Ist schon nicht verkehrt. Was ist das denn hier? Gefährten-XP 9800. Oh Gott.
Dann haben wir hier sogar, irgendeinen hatten wir doch hier aufgeputscht. Hier, Seelenfresser-Einschlag und so. Also wir haben schon ein bisschen was. Wir haben, glaube ich, wir haben sogar noch... wir haben ja hier noch was. Die sollten wir gleich mal verteilen hier auf. Stärke, Fokus. Stärke kann ruhig... Ach, verdammt. Speichern. Dann haben wir den nämlich gleich mal ein bisschen stärker. Der ist Level 23, der ist Level 25. Der hat natürlich nochmal ein bisschen. Da wollten wir Wildheit und Stärke machen. Mehr gibt's nicht. Nein, so viel wollte ich gar nicht. Ich wollte hier und den Rest hier. Speichern. So. Dann tauschen wir den und den. Weil die beiden sind Trainingslevel 1 und 5. Super. Der ist 20, der ist 19. Achso, die zeigt er mich hier gar nicht erst dann, okay. Denn lassen wir die nämlich in der Zeit trainieren. Wir machen Drachentraining. Das Ganze bitte für 5 Stunden. Und viel Spaß. Das machen wir jetzt bei jedem, dann haben wir das nämlich... Drachen... Was macht der denn jetzt hier? Drachentrainings gehen, glaube ich, bis 100 hoch. Also dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie lange man die Drachen trainieren müsste, bis die auf 100 sind. Und das ist jetzt hier nicht gerade mal so ein Katzensprung. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, jetzt haben wir unsere riesengroßen Drachen wieder, die uns dann in der nächsten Woche beim Felsenschlinger eventuell ein bisschen mehr helfen könnten. Und vielleicht kriegen wir nächste Woche auch das Ganze mit dieser Säule der Prophezeiung fertig. Ich hoffe es zumindest. So. So, meine lieben Kinder. Das Video ist vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch ein Däumchen geben, ne? Nein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr wenigstens keine Videos, wenn es schon bei mir mal durcheinander ist. Und ihr könnt gerne fleißig Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche am Montag oder in ein paar anderen Videos, die dann irgendwie zwischendurch kommen. Bestimmt. Bis dahin, euer Schrotti. Ciao.